Hallöchen, wir spielen wieder LS22, sind auf der schönen Karte, auf der neuen Karte, Zilonka, und wir haben ordentlich Konserven produziert. Wir sind in Polen und das Ganze verkaufen wir hier beim Supermarkt. Ich hoffe, es nimmt mir einen ab, das ganze Zeug. So, ich habe auch einen neuen Anhänger gemietet. Aber nur weil der andere viel zu groß ist für meine Traktoren und viel zu teuer. Das ist das nächste. Wir haben bloß noch 500 Euro. Damit können wir nicht durch den Winter. Wir müssen mal hier die ganzen Paletten verkaufen. So, das sieht doch schon besser aus. So, ich würde sagen, wir fahren wieder zurück zum Hof. Wir müssen nämlich das ganze Zeug zurückgeben, was wir gemietet haben, weil das kostet uns bloß Geld im Winter. Und ich glaube, der Anhänger hier, der ist schon okay, aber der andere Palettenanhänger, den geben wir wieder zurück. So, was mir übrigens aufgefallen ist bei der Karte, ich weiß gar nicht, ob das die anderen auch haben, aber hier liegt wirklich Laub. Wir haben Herbst und es liegt Laub auf der Straße. Hier in den Ecken, teilweise auf den Gehwegen, finde ich noch sehr gut. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ich glaube, das gibt's bloß hier erstmal. So, und den guten Anhänger hier, den haben wir auch leider bloß gemietet, der gehört uns auch nicht. Den werden wir auch zurückgeben. Den Trecker, den haben wir, glaube ich, gekauft. Hallo? So, der Händler wohnt gleich nebenan. Und hier habe ich auch schon den anderen Anhänger hingebracht. Das können wir jetzt alles wieder zurückgeben. Boah. So, da können wir ihm nämlich sagen, hier das zurückgeben. Jawohl. Okay, und den gehen wir auch wieder zurück. Wir holen uns dann später noch ein. So, den anderen behalten wir mal. So, der hat schon alles weggeräumt.
So, das gute Stück, das brauchen wir wirklich erst wieder zur Ernte. Und bis dahin, hoffe ich, haben wir denn genug Geld, um uns wieder eins auszuleihen oder zu kaufen. Aber ich denke, wir geben das auch mal zurück. So, aber da muss ich euch gleich noch die neue Errungenschaft hier auf dem Hof zeigen. Guckt mal hinten. Hier ist noch was dazugekommen. Wir haben hier noch ein kleines Gewächshaus. Das soll mir ein bisschen Salat produzieren im Winter, was wir dann auch noch im Supermarkt oder so verkaufen können. Ja, irgendwie müssen wir ja über die Runden kommen hier. Oh, jetzt habe ich den Ernte auch noch da eingehängt. Das gibt's hier nicht. So, den soll er sich alleine wieder hier holen. Zurückgeben, jawohl, okay. So, wir haben da schon eine Palette Mineraldünger geordert. Wir brauchen aber noch Saatgut. Hier haben wir Saatgut. Alles fürs Gewächshaus. So, das funktioniert doch gut hier mit dem Transport, ist ja auch nicht so weit. Oh, ich sehe, ich habe die Anhänger noch voll Kartoffeln. So, ich stelle das mal nicht so weit weg. Da fällt mir nämlich ein, wo ich die Kartoffeln sehe, wollte ich ja eigentlich noch so einen Kartoffelkeller bauen.
Der war viel zu schnell, meine Güte, habe ich mich erschrocken. Wo kam der denn auf einmal her? So, das haben wir auf jeden Fall mal gebracht. Ich glaube, das Ding hier braucht noch Wasser. So, Wasser, genau. Puh, da muss ich nochmal hier unseren Kollegen fragen, aber erstmal wollen wir gucken, was eigentlich die Kartoffeln. Ne, wir gucken mal, was eigentlich der Kartoffelkeller gekostet hat. So. Silos und dann, oh, 55.000, ja, das reicht nicht. Das wäre eigentlich genau das, was uns hier noch fehlt. Gut, hat sich das erstmal mit dem Kartoffelkeller erledigt. Ich muss noch Wasser besorgen. Ist zu schwer, kann ich selber nicht nehmen. So, wir werden hier noch den Flug abstellen.
So, den haben wir auch erstmal an die Seite gestellt. Jetzt müssen wir noch gucken, damit wir da Wasser besorgt bekommen. So, die Kartoffeln wollte ich eigentlich nicht unbedingt verkaufen. So, irgendwas Günstiges. Um Wasser zu transportieren. Das ist noch leichter gesagt als getan. Vielleicht bei diversen. Tierhaltung, die haben immer so. Okay. Das sieht doch schon ganz nett aus. Warte mal. Der ist hier noch günstiger. Der würde mehr in mein Budget reinpassen. 2000. Aber die Farbe ist irgendwie ein bisschen blöd. Jo, sie sagt immer nicht auf die Platten fallen. So. Wo kriegen wir denn jetzt bloß Wasser her? Das ist natürlich das nächste. Also wir nehmen mal den kleinen John Deere hier. Den Wagen können wir da stehen lassen. So, Wasser ist nämlich gleich in der Nähe. Wir gehen mal gucken. Okay, das passt doch hier zum Trecker.
Okay, das ist gleich mal leer hier. So, jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich das ganze Saatgut und so hinstellen muss. Okay, dafür müssen wir jetzt doch mal hier noch den Helfer einmachen. Okay, so wie es aussieht. Ich glaube, da kommen die Paletten hin, die fertig sind. So, jetzt bin ich dann fast drin im Gewächshaus. Gut, vielleicht erkennt er die Paletten nicht. Das kann natürlich sein. So, ich stelle jetzt mal eine hier rein. Passiert auch nichts. Okay, vielleicht sollte ich die Tür zumachen. Das ist noch das Letzte, was wir noch probieren könnten. Ich habe natürlich da die Türen aufgerissen. Vielleicht ist das noch irgendwie ein Problem.
Nee, sieht auch nicht so aus. So, da muss ich nochmal nachfragen. Wäre auch zu schön, hätte es gleich geklappt hier. Irgendwo muss das Zeug hin. Ich weiß nicht wo, aber wir kriegen es noch raus. Ich sage auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.